Also nochmal herzlich willkommen von Weilburg bis Österreich, Hessen und ein bisschen Berlin ist hier dabei. Sehr schön, freut mich, dass so viele Menschen wieder teilnehmen. Einige waren auch bei anderen Veranstaltungen dieser Veranstaltungsreihe dabei. Das ist ja jetzt die dritte Veranstaltung die vierte sogar schon, die vierte unter dem Titel Immer auf dem Laufenden sein. Wir hatten letztens eine sehr interessante Diskussion auch zu Lieferketten, also einem Regularium, wo es um die gesetzliche Ausgestaltung geht, wie Menschenrechte bei der Arbeit, Umwelt- und Sozialstandards eingehalten und besser umgesetzt werden können. Und bei der Konzipierung der Veranstaltungsreihe, die ein Ersatz ist für einen Aktionsworkshop, wo wir uns eigentlich hätten besser treffen können, vielleicht sogar von dem Inhaltlichen diskutieren, schneller zu einer Aktion auch kommen können. Ist leider nicht so aufgrund von der Corona-Pandemie. Aber nun sind wir hier virtuell zusammen und können trotzdem hoffentlich einen guten Austausch haben. Nämlich die Frage, wie kann man durch welche Rahmensetzung letztlich eine bessere Einhaltung von Menschenrechten bei der Arbeit gewährleisten, bessere Umweltstandards umsetzen. Und da kommt man, glaube ich, gar nicht vorbei. Ich glaube, es geht vielen auch so, sich Gedanken zu machen oder ein bisschen vertiefend zu beschäftigen mit der Frage von Siegeln, Produktsiegeln, Unternehmenssiegeln letztlich, Zertifizierung. Also wenn man sich wirklich entscheiden will, welche Schuhe soll ich kaufen, so ist ja die Frage, die hier auch steht, welche Möglichkeiten habe ich denn da, welche Entscheidungshilfen? Und da kommt man an Siegel und Zertifizierung nicht vorbei, aber auch die haben Grenzen, wie wir das ja als Kampagne für saubere Kleidung schon immer wieder auch in den Diskurs eingebracht haben, auch im Kontext vom Textilbündnis oder selbst den grünen Knopf. Und sowas mal ein bisschen tiefer einzutauchen, was sind die Chancen, was sind die Grenzen von diesen unterschiedlichen Ansätzen, wenn man jetzt nicht nur ein allumfassendes Gesetz favorisieren will, da muss man sich eben auch mit Experten unterhalten. Und ich freue mich wirklich, Rolf Heimann hier von der Hessen Naturstiftung heute Abend als Inputgeber zu haben, als Gesprächspartner auch, sozusagen auch als ein Gegenüber, der sich ja seit Jahren mit Siegeln und Zertifizierung beschäftigt hat, der viele Standards auch im Bereich von dem Internationalen Verband Naturtextil mitgesetzt hat, mitentwickelt hat, der auch die Praxis bei Hessen Natur selbst auch erlebt hat, wie man da vorgehen könnte. Ja, diese Expertise haben wir heute hier. Das freut mich, Rolf Hallmann. Herzlich willkommen, dass Ja, du hier danke bist, für die dass du deine Einladung. Zeit hier auch mit uns teilst. Und ich denke, ich werde nicht lange Vorrede machen, sondern das Wort auch dir übergeben. Und bitte nutzt letztlich Frage und Antworten schon für Verständnisfragen, wo man auch dazwischen unterbrechen kann, für letztlich auch die Frage der Kommentare. Das würden wir dann, oder andere spezielle Fragen auch mit Akzentuierung, das würden wir da gern aufgreifen. Manches vielleicht auch ein bisschen bündeln, um dann einen guten Gesprächsfluss zu haben. Und am Ende würden wir wieder eine kurze offene Fragerunde auch per Mikro machen. Dann nutzt die blaue Hand. Ich würde das dann anmoderieren. Aber bevor es losgeht, haben wir eine Umfrage schon mal erstellt und erarbeitet. Und da wäre jetzt die Chance, Rolf auch einen gewissen Eindruck zu geben, was ist denn an Kenntnis schon vorhanden? Zwei Fragen, bitte macht bei der jeweiligen Frage einen Klick. Also die erste Frage wäre, Siegel geben mir eine Orientierung für meinen Einkauf. Ihr könnt ja lesen. Nie, manchmal, meistens immer. Aber ebenso die zweite Frage gleich in einem Zug mit beantworten oder auch so ein Votum abzugeben. Das ist ja nicht bloß eine Frage. Wie gut kennst du dich mit Siegeln und Zertifizierung für Schuhe und Textilien aus? Einfach mal so ein Meinungsspektrum, so ein Meinungsbild. Das ist vielleicht ein guter Einstieg. Und dann, Rolf, greifst du das gern auf mit der Präsentation, die also auch visuell deine Worte unterstützt. Ja, also stimmt bitte ab und wir zeigen natürlich auch, was rauskommt. Also wie ist denn so die Meinung hier in unserer Runde verteilt? Beziehungsweise, ups, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie wieder. Oh, es war so schnell schon abgestimmt. Das konnte ich nicht sehen. Rolf, siehst du das? Ja, wunderbar, ja. Ja, also die Siegel mit der Orientierung. Vielleicht nimmst du es als Anlass. Ich Ja, übergebe das wunderbar. Wort an dich. Ja, vielen Dank, Helen, Bernd, für die Einladung.
Ja, Bernd, du hast mich ja in Person schon vorgestellt. Tatsächlich bin ich im Bereich der Nachhaltigkeit schon, ja, jetzt mehr als 30 Jahre unterwegs. Macht mich zwar alt, aber ist so. Und ich bin in Diskussionen, Gesprächen, Tagungen, Konferenzen eigentlich immer derjenige, der sich für Label und Siegel, Zertifikate ausspricht, weil so allgemein spüre ich immer in diesem Label-Dschungel, kommen wir nachher auch nochmal drauf, heißt es dann immer, ja, irgendwie ist es so unübersichtlich und die sagen mir nichts und so weiter. Und ich bin deshalb ein Fan von Siegeln, weil es die einzige Chance ist, im Schuh- und Textilbereich diesen wahnsinnig komplexen Hintergrund mit einem Icon, mit einer kurzen Erklärung zu definieren oder ein Zeichen zu geben. Und wir werden später nochmal sehen, ich wollte euch ja so ein bisschen durch die Wertschöpfungskette dann auch mal führen, dass es übrigens auch interessant ist, nicht nur für den Konsumenten, sondern in unserer Beratung, wenn wir Firmen beraten, ist es auch wichtig, dass Einkäufer zum Beispiel Label kennen. So, jetzt jagen wir erstmal einmal ganz kurz durch. Ich würde euch dann gerne kurz die Stiftung vorstellen wollen. Helen, wenn ich dann das erste Bild kriege. Genau, dann machen wir es hier eben ganz kurz, die Inhaltsangabe. Die Übersicht, ich würde dann so eine kurze Nachhaltigkeitsdiskussion anreißen, würde so einen groben Überblick über Label-Siegel geben. Bei Leder gibt es ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig viel. Deswegen hatten wir uns auch im Vorfeld entschieden, um die Diskussion hinterher auch weiterzuziehen, dass wir die Leitfrage sozusagen auf Textilien erweitern. Und dann werden wir nochmal Siegel uns besonders angucken, das ist der grüne Knopf, und haben uns entschieden, so einen kleinen Exkurs zum Lieferkettengesetz abzugeben. Einige von euch, die in diesen Bereichen, das in euren Arbeitsbereichen, das ja wahrscheinlich auch mit großer Aufmerksamkeit verfolgen. Ich würde dann jetzt Helen tatsächlich auf den nächsten beiden Folien ganz kurz die Hessatur-Stiftung vorstellen. Also die Hessatur-Stiftung ist unabhängig von Hessatur, ist also eine gemeinnützige Stiftung, die von Hessatur gegründet worden ist mit der Intention von Heinz Hess seinerzeit, der gesagt hat, man Corporate Social Responsibility heißt also unternehmerisch gesellschaftliche Verantwortung, wie wir alle wissen. Und gesellschaftliche Verantwortung kann ein Unternehmen beispielsweise auch übernehmen, dass sie das über ein Sprachrohr Stiftung macht. Das Besondere ist tatsächlich allerdings an der Stiftung, Hessatur ist jetzt ja kein wahnsinnig großes Unternehmen, das von vornherein klar war, dass die Stiftung nicht wie eine Großstiftung mit üppig Geld ausgestattet ist, wo man einfach überlegt, wofür gebe ich es dann aus, wie bringe ich es sozusagen in die Systeme, sondern dass wir viel auch unser Geld selber verdienen. Und das machen wir tatsächlich natürlich nur satzungsgemäß im Bereich Nachhaltigkeit, eben mit Beratung für angewandte Nachhaltigkeit. Wir entwickeln nachhaltige Wertschöpfungsketten. Wir machen sehr viele Schulungen, Capacity Building Development. Und ja, so wie heute, das ist auch eine typische Veranstaltung natürlich für uns. Wir arbeiten auch sehr viel mit Hochschulen und Universitäten zusammen. Ich selber habe ja 7 Jahre lang einen Studiengang aufgebaut in Berlin, Sustainability in Fashion. Und wir machen sehr viele Gastvorträge und so weiter. Events, Konferenzen ist unser Prachtstück eigentlich immer so am Anfang des Jahres mit der schwedischen Botschaft eine gemeinsame Veranstaltung. Und ganz kurz auf der nächsten Folie, Helen, würde ich dann nochmal so diese Kompetenzfelder, wo wir tatsächlich zu Hause sind, Sozialstandards, Monitoring-Systeme, Nachhaltigkeitsmanagement. Haben eine Kompetenz bei uns im Team, was Fasern, Materialien angeht. Bernd hatte das ja schon angekündigt. Ich habe selber viele Jahre Erfahrung mit verschiedenen Standards, Requirements. Bin einer der Väter des GOTS-Standards. Wenn wir nachher über den IVN-Leder-Standard sprechen,
der ist seinerzeit aus unserer Feder gekommen. Das Thema Kreislauffähigkeit, Circular Economy ist natürlich ein wesentliches Thema und die Chemikalien. So, also das dann einfach so zu unserem Hintergrund. Wir sind also sehr, sehr angewandt in unseren Themen. Wir beraten Unternehmen, ein individuelles Konzept für Nachhaltigkeit zu entwickeln. Und das, da werden wir später dann gerne auch nochmal drauf zurückkommen, wenn eure Fragen vielleicht ganz direkt mal kommen, was können Brands, was können Unternehmen, was können Vorstufen zur Verbesserung dazu beitragen, können wir da gerne auch mal weiter ins Detail gehen. Lass uns loslegen mit Leder und Schuhe, dass wir im nächsten Slide, Helen, dann jetzt direkt mal schauen, ganz, dass wir schrittweise jetzt vorgehen, dass wir, wenn wir von Schuhen und Lederaccessoires sprechen, haben wir im Grunde diese drei Stufen. Einmal die eigentliche Lederproduktion, dann die Produktion der Schuhe, Taschen. Und wo wir heute ein bisschen weniger drauf eingehen, ist letztlich aber immer wichtiger in einer holistischen, ganzheitlichen Betrachtungsweise die Gebrauchsphase dann. Wir würden uns jetzt dann, wenn ich zu schnell bin, müsst ihr ein Zeichen geben, aber ich will so ein bisschen durchjagen, um uns so einen gemeinsamen Überblick erstmal zu verschaffen. Würde jetzt nochmal als Grundlage auch für die Diskussion euch dann nochmal die Wertschöpfungskette jetzt für Leder geben, die in der Tat ein bisschen anders aufgebaut ist. Beim Textil fange ich ja mit einer Faser an, kann eine Naturfaser, eine Synthesefaser sein. Und bei Leder, wer hat es anders erwartet, ist es die Rawhide, die Rohhaut, die dann entsprechend weiterverarbeitet wird. Die Häute werden gewaschen und werden dann in einen Gärprozess gegeben. Dieser Waschprozess, das Gerben- und Färbeprozess sind in der Praxis oft in den gleichen Maschinen. Das sind tatsächlich oft sehr große Trommeln. In den Waschprozessen wird sehr viel Wasser eingesetzt. Im Gärprozess und im Färbeprozess müssen entsprechend viele Chemikalien eingesetzt werden und dann, wenn sozusagen dann von der Rohhaut, die konservierte Rohhaut dann als Leder rauskommt, haben wir noch den Veredelungsprozess, wo unter anderem beschichtet wird, wo geprägt wird und wo das Leder nochmal weich gemacht wird und so weiter. Man spricht beim Gerben immer vom Pre, also von der Vor- und von der Hauptgerbung. Das einfach nur mal, wenn ihr es mal gehört habt, diese Prozesse sind als Laie in den Fabriken ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Genau, und was das ist einfach mal, dass man so ein grobes Verständnis mal kriegt, ist ganz anders als Textil. Es gibt dann nochmal spezielle Grubengerbungen und so weiter, auf die bin ich jetzt nicht eingegangen. Das sind dann nochmal spezielle Gerbverfahren oder wo es sehr händisch gemacht wird, wo in einigen asiatischen Ländern, wo wir dann später auch sehen, wo dann die Arbeitsbedingungen wirklich auch eine wesentliche Rolle spielen. Hier unter Gerbung haben wir ja symbolhaft diese Trommel. Und wenn Marokko, Indien, Bangladesch, habe ich das auch schon gesehen, dass es eben in den entsprechenden Gruben, wo die Arbeiter dann bis zum Knien in dem entsprechenden Gerbstoff stehen, das ist alles andere als lustig. Alles andere als lustig können wir uns dann auf dem nächsten Slide, Helen, dann tatsächlich auch nochmal angucken, wo sind eigentlich die Brennpunkte, wo sind die Herausforderungen. Meinen Studenten sage ich immer, what makes a difference? Also wo gucke ich ein bisschen näher hin? Wo habe ich Aspekte, die ich auch verbessern kann? Also eine Gerbung ist eine Gerbung und
Es wird immer Wasser gebraucht werden und zum Gerben brauche ich immer entsprechende Gerbstoffe. Das ist jetzt erstmal so, damit ich die Rohhaut entsprechend hinter verwenden kann. Aber ich habe sehr wohl einen Einfluss, was ich einsetze. Das geht bei der Rohhaut los, dass ich mich entscheide, ja, welche Tierhäute verwende ich. Das kann Tierwohl, Landnutzung, Artenschutzaspekte haben. Und da geht es schon los, wenn ich dann die Rohhaut in die eigentliche Gerberei bringe, geht es schon los, dass sich die Rohhaut, ihr könnt euch das vorstellen, nach dem Schlachten ist die Rohhaut, übrigens diese ganzen Gärprozesse sind alles andere als appetitlich. Ich habe euch mit Fotos verschont, damit das Abendbrot heute Abend gesichert ist. Das ist dann schon ein bisschen unappetitlich, aber man muss wissen, so eine Rohhaut ist ja erstmal auch ein wertvoller Rohstoff noch. Ich bin 30 Jahre Vegetarier, bin aber ein Riesenfan von Leder, weil so eine Rohhaut von Kuh würde ja sonst vielleicht einfach weggeschmissen. Und so ist es eben ein wertvoller Rohstoff, aus dem ich ein Leder machen kann. Aber ich muss das Leder entsprechend zum Waschen bringen, da muss ich es erstmal konservieren, dann bei dem Gerben setze ich entsprechende Chemikalien ein und da haben wir eine hohe Sensibilität, was den Gerbstoff angeht. 90% der Leder, die wir einsetzen, sind Chrom gegerbt. Man muss wissen, dass Chrom 6 hochtoxisch ist. Da gibt es auch einen gesetzlichen Grenzwert. Aber auch ein Chrom 3, was jedes chromgegerbtes Leder hat, hat ein allergenes Potenzial. Also von daher wäre es mit Sicherheit auch aus meiner Sicht empfehlenswert, einfach zu schauen, kann man da chromfreie Leder einsetzen. Im Färbeprozess dann, so kennen wir das von Textilien auch, spielen dann nochmal auch da wieder Konservierer Farbstoffe eine Rolle. Im Finishing muss ich gucken, was setze ich da drauf. Das sind oft synthetische Stoffe, Polyurethane und so weiter. Und hinter im Gebrauch und was auch Kreislauffähigkeit angeht, ist es dann nochmal wichtig. Und da kommen wir, wenn wir uns gleich die Siegel angucken, am Endprodukt, welche human- und umwelttoxikologischen Relevanzen habe ich. Also das einfach nur mal, das schaffen wir jetzt leider nicht, da ins Detail reinzugehen. Bernd kann sich erinnern, wir haben mal ein ausführliches Webinar zum Leder gemacht, aber da hatten wir, glaube ich, einen halben Vormittag oder einen ganzen Vormittag zur Verfügung. Ist hochspannend. Spannend, ist auch hochsensibel. Diese Themen sind auch, wie ihr schon merkt, bin da kaum zu bremsen, Lieblingsthema. Aber Helen schubst mich gerade symbolisch an, dadurch, dass sie jetzt das nächste Bild bringt. Genau, also wir hatten jetzt Leder gesprochen. Und bei der Herstellung von Schuhen und entsprechend Lederbekleidung haben wir natürlich auch nochmal einige Brennpunkte. Hier geht es bisschen weniger und toxikologische Aspekte, sondern ganz gravierend um Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit, aber natürlich da, wo Leder geschliffen werden, diese Health and Safety Aspekte spielen also eine Riesenrolle. Wenn ich natürlich vorher schon Leder hatte, wo ein hoher Schadstoffeinbringung ist oder ein hoher Chromgehalt und ich atme das ein, ist das überhaupt nicht lustig. Oder da, wo Leder beschichtet sind, diese perfluorchlorierten Kohlenwasserstoffe haben dann tatsächlich dann, muss ich mir hinter angucken, wie entsorge ich die, weil die haben dann auch wieder eine Umweltrelevanz. Und aber auch da wieder gibt es, wie überall, es gibt Alternativen. Ich kann Zutaten substituieren. Das ist leider auch in der Praxis immer nicht so ganz einfach, weil sich so Abläufe eingelaufen haben. Wenn ich zum Beispiel ein chromfreies Leder statt eines Chromleders nehme, so ein Schuh lässt sich anders zwicken. Also vorne die Kappe, die so ausgeprägt wird, der Weichgrad ist ein bisschen anders und da muss ich die Maschinen anders einstellen. Kann man alles machen, aber da heute alles immer schnell gehen muss und man wenig Zeit für solche Veränderungen hat, brauchen solche Veränderungen auch ein bisschen länger.
Also, wir haben gesagt, bei der Herstellung von Leder haben wir sehr viele Umwelt- und humantoxische Relevanzen. Bei der Herstellung von Schuhen gehen wir ganz stark dann auf die Brennpunkte Arbeitsbedingungen. So dass wir jetzt eigentlich schon in der Lage sind zu gucken, ich habe eingangs ja gesagt, um jetzt euch als Verbraucher, aber auch als Schuheinkäufer, jetzt komme ich erstmal dahin, wenn jemand sagt, ich kaufe für meine Marke, was weiß ich, beispielsweise über Private Labeling, kaufe ich bestimmte Schuhe ein, dann hat er ja Kriterien, nach denen er die einkauft, unter anderem dann aber im besten Falle eben auch Nachhaltigkeitsaspekte. Und Nachhaltigkeit definiere ich immer die beiden wesentlichen Säulen eben der Ökologie und der Sozialstandards. So, das heißt also, jetzt wäre es spannend hinzugucken, für diese Aspekte, für diese Brennpunkte, gibt es da Siegel für Schuhe. Die gute Nachricht ist, ja, es gibt welche, Helen, wenn du mir die nächste Folie gibst. Jetzt kommt doch erstmal noch eine kleine Umfrage im Ach, Chat. jetzt. Ja, jetzt kommt die. Und zwar ist das an euch gerichtet. Welche Siegel kennt ihr denn so im Bereich Schuhe und Leder? Könntet ihr gern in den Chat eintragen, wenn euch was einfällt. Wir nehmen uns mal zwei, drei Minuten. Und wenn ihr noch dazu wisst, für welche Standards die stehen, also Umwelt- oder Sozialstandards, Arbeitsrechte, schreibt es doch dazu. Einfach in den Chat für Zuschauer und Diskussionsteilnehmer, also an alle. Dafür, dass erst so viele sich nach Siegeln ausrichten. Naja, Bernd, die Frage ist ein bisschen gemein, weil es in der Tat für Ja. Leder und Schuhe Jetzt so. kommen sie. Ah, oh, jetzt guck mal. Man muss auch Zeit lassen. Man muss auch Zeit lassen. Siehst du? Du siehst es auch, Rolf. Also Fair Jetzt Wear sehe ich es. Foundation ist damit da genannt. Für Sozialstandards. IVN Naturleder ist genannt. Ja. Jetzt kommt natürlich gleich eine Frage. Ist denn Fair Wear auch für Leder überhaupt relevant? Vertret Biobaumwolle für den Anbau von Biobaumwolle? Ja. Wenn also Schuhe aus Baumwolle oder Canvas gemacht sind. Frage auch letztlich, gibt es nicht auch ein GOTS für Schuhe? Brauche ich entweder eine Brille. Was war das mit der Fair Wear Foundation und Atzne Schuhe? Ist das Atzne Schuhe? Keine Ahnung. Mellaware. Mellaware ist jetzt eine Marke Ist eher, eine genau, Marke, genau. IVN Naturleder. Petra, veganes Leder, ist jetzt nochmal ein neuer Aspekt. GOTS. Ja. Naja, man kann das ja noch reinschreiben, aber vielleicht ist das die Chance für dich, Rolf, den Überblick zu geben. Ja, Wenn genau. du sagst, das gibt es. Ja, weil in der Tat ist es so, dass reine Nachhaltigkeitslabel für Schuhe sind eigentlich extrem dünn gesät. Wenn wir ja unten das PFI-Siegel nehmen, in Pirmasens, das Institut, die haben sich ein eigenes Qualitätssiegel gegeben, aus der Historie eben physikalische Werte zu testen. Und ich bin schon 15 Jahre mit den Kollegen in Pirmasens in Diskussion, eben nach und nach eben auch Nachhaltigkeitsaspekte aufzunehmen. Aber das ist zugegebenerweise noch mittelprächtig ambitioniert. Ähnlich ist es bei Schadstoff geprüft. Wir haben es hier mit Siegeln zu tun, genau wie bei dem Ökotex-Lederstandard, wo wir sozusagen am Endprodukt eine Prüfung des Schuhs vornehmen. Das hat also für euch als Konsumenten den Vorteil, beim Ökotex zum Beispiel, der hat eine hohe humantoxische Relevanz. Also da gehe ich hin und wenn ich diesen Standard, dann weiß ich, dass ich viele toxische Dinge eben ausgeschlossen habe. Was diese Standards nicht ausschließen, sind allerdings Chromgerbungen.
Vielleicht bin ich da mit meiner Einschätzung von Chrom 3 auch ein bisschen alleine. Das könnte eine politische Diskussion sein. Der blaue Engel und die EU-Blume sind da schon ein ganzheitlicheres Label, wobei jetzt es Revisionen vom blauen Engel geben wird und die Ausartikulierung in dem Bereich noch nicht sehr ausgeprägt ist und wiederum in der Praxis, und das ist jetzt leider die schlechte Nachricht, man findet eigentlich auch keine Schuhe. Den blauen Engel kennt jeder von uns. Er ist in einigen Artikeln bestimmt auch sehr gut durchdrungen, aber im Schuh- und Textilenbereich genau wie die EU-Blume nicht. Das Gleiche gilt für den IVN-Naturlederstandard. Der ist ja auch ein paar Mal genannt worden. Bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Wir haben den damals für Hess Natur einen entwickelt, wirklich die ganze Wertschöpfungskette, so wie ihr das eben gesehen habt, in den vier Stufen und überall genau hingeguckt und so weiter. Und den war 8 Jahre ja im Vorstand des IVN und bin heute noch im Richtlinienausschuss und haben diese Dinge dann rüber transferiert. Und dieser Lederstandard ist weltweit in meinen Augen der ambitionierteste. Also gerade wenn ihr zum Beispiel so Kinder-Babyschuhe kauft, dann würde ich euch das immer ans Herz legen, auf so ein Label zu achten, weil dann habt ihr wie ein Ökotex 100, aber ein bisschen ambitionierter noch eben eine Schadstofffreiheit, es ist kein Chrom drin, aber in der ganzen Wertschöpfungskette eben ist auch der Einsatz von Chemikalien entsprechend geregelt. Also, ich habe mal eine Rückfrage. Das sind alles Produktsiegel und Standards. Genau. Und Sie decken, wenn ich dich richtig verstanden habe, einen Teil davon nur eigentlich ökologische Standards oder Giftstoffe ab, vielleicht auch im unterschiedlichen Maß. Und zwei davon sind eigentlich nur Qualitätsstandards, also was die Haltbarkeit des Produkts betrifft. Ja, das ist das richtig? Oder vielleicht kannst du das nochmal ja, ist nicht ganz, ein bisschen. Ja, ist nicht ganz sauber. Also PFI ist ein Standard, der auch ökologische Anforderungen eben hat, also beispielsweise Grenzwerte für Schwermetalle. Der blaue Engel ist schon von der Anlage her ein ganzheitliches Siegel, aber in dieser Konsequenz jetzt wirklich die gesamte Wertschöpfungskette durchgehen und dann aber auch bedingt Sozialstandards mit abzufragen, da wäre das, also der ganzheitlichste Standard wäre dann tatsächlich der IVN-Standard, während ein Ökotex 100 sich tatsächlich rein auf Humantoxikologie bezieht. Also da wird wirklich nur gefragt, wie hoch ist der Konserviererwert, wie hoch ist der Schwermetallgehalt, Bernd, und wie hoch ist der Grenzwert für ein Chrom 6, wobei der auch gesetzlich ja schon bestimmt ist. So, das heißt also, das werden wir gleich auch, wenn wir dann jetzt unseren Horizont ein bisschen erweitern von Schuhen auf eben textile Siegel, dann kommen wir da tatsächlich ganz schnell hin, dass man unterscheiden muss. Das ist war, vielen Dank, ein sehr kluger Einwand. Habe ich natürlich nicht anders von dir erwartet. Nein, ein kluger Einwand. Insofern, wir müssen tatsächlich unterscheiden immer Produktsiegel und beispielsweise eine Fair Wear Foundation, kommen wir gleich noch drauf, würde gar kein Produktsiegel geben, sondern würde nur eine Mitgliedschaft in der Organisation deklarieren. Und dann haben wir eben schon auch ein paar Beispiele gehabt, so Melaware und so weiter. Also im Grunde müssen wir dann auch nochmal hingehen und müssen sagen, haben wir es irgendwo mit institutionellen Siegeln, haben wir es vielleicht beim grünen Knopf, der ist hier jetzt noch nicht dabei, mit einem staatlichen Siegel zu tun, sind es vielleicht Unternehmenssiegel, sind es Verbandssiegel wie das GOTS Siegel zum Beispiel, oder sind es allgemeinere, fast schon Icons, Bündnis für nachhaltige Textilien, wo ich sozusagen das ja auch nicht auf einen Artikel runterbreche. Und wenn wir uns die jetzt dann gleich im Detail angucken, dann werden wir tatsächlich merken, dass es da Unterschiede zu machen sind. Fangen wir an, ja, vielen Dank, mit den
Standards gefragt nach den Arbeitsbedingungen. Basierend nach unserem Verständnis logischerweise immer nach den 8 ILO-Kernarbeitsnormen. Ich habe mir, da müssen wir, glaube ich, jetzt in dem Kreis, wie ich das wahrgenommen habe, gar nicht weiter eingehen. Was ich immer sage, auch meinen Kunden, also auch Firmen, es ist, ich kenne diese Diskussion mit NGOs jetzt nun ja auch schon fast 20 Jahre, Bernd, wo ja unser gemeinsamer Konsens ist, das reicht nicht aus, einen Code of Conduct zu haben, den man sich vom Lieferanten unterschreiben lässt, sondern da wird es immer darum gehen, wie bringe ich den in einen entsprechenden kontinuierlichen Verbesserungsprozess. Für die Diskussion nachher habe ich das mir erlaubt, mit reinzuschreiben, weil da wird es schon auch darum gehen, einen Prozesscharakter anzuerkennen. Da kommen wir dann gleich drauf. So, wenn wir jetzt also diese 8 Kernarbeitsnormen umsetzen, auf der nächsten Folie wird dann die Frage sein, an welcher Stelle setzen Sie sich um? Und da habe ich euch mal so ein bisschen was, noch einen ganz kleinen Exkurs mitgebracht, der für die Diskussion vielleicht gleich spannend sein könnte. Einfach nochmal für den Horizont in Vorgesprächen bat Bernd mich darum, auch da mal so ein Statement abzugeben. Das ist vielleicht auch mal spannend, da so ein bisschen in die Prozesse und hinter Kulissen zu gucken. In der Tat geht es ja darum, wenn ich Arbeitsbedingungen verbessern will, dann habe ich immer die Unternehmensebene und ich habe eine Lieferantenebene. Also auf der Unternehmensebene, dass ich sage, ich habe sowas wie Lieferantenverträge, da ist der Code of Conduct damit drin, aber damit gebe ich mich nicht mit zufrieden, sondern ich brauche zur Umsetzung eine Lieferkettentransparenz. Aber auch, es reicht nicht, Bernd, wie oft haben wir so flapsig gesprochen, es reicht nicht, Audits zu sammeln und die abzuheften, sondern ich muss mit diesen temporären Dingen umgehen, also die Corrective Action Plans, also die Findings aus den Audits, damit muss ich arbeiten und ich muss das Ganze in ein Monitoring-System packen. Also das ist dann, sagen wir mal jetzt hier auf der europäischen Ebene, aber ich habe dann auch einen Dialog und eine Umsetzung auf der Lieferantenebene, wo ich genau diese Dinge dann entsprechend implementieren muss und das ist dann auch hinter nochmal dieses spannende Diskussionsfeld, wer fühlt sich an welcher Stelle verantwortlich oder wer kann an welcher Stelle in die Pflicht genommen werden. Also die Implementierung der Kernarbeitsnorm muss natürlich vor Ort stattfinden, während sie gemanagt werden auf der Unternehmensseite. Und ein Beschwerdemechanismus, den kann ich natürlich dann zu beiden Punkten hinpacken, weil das eine gesamte. Das war nur eine ganz kleine Schale. Wir haben da auch nicht so ganz viel Zeit, aber eine kleine Exkursion, um einfach auch nochmal für gleich auf dem Schirm zu haben, dass es tatsächlich wir heute Abend in einer Multi-Stakeholder-Diskussion sind. Den Verbraucher, den finde ich natürlich erheblich, aber es gibt eben die verschiedenen Stakeholder auch, die einen wesentlichen Einfluss zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen haben. Vielleicht eine kurze Rückfrage. Die zwei Ebenen, Lieferantenebene, Unternehmensebene, die Siegel, die du vorher gezeigt hast, die decken das alle ab. Da sind die sind auch alle gleich. Die gehen also alle runter auf die Lieferantenebene. Naja. Und da müssen Anforderungen von den Zulieferern eingehalten werden, nachgewiesen werden und gemanagt wird das auf der Unternehmensebene, also die dann die Produkte hier verkaufen. Ja, so kann man es vielleicht darstellen. Also wenn man sagt, Bernd, ich habe ein Siegel nehmen wir mal das IVN-Siegel, das ist da sehr dankbar. Ich habe das Siegel auf der Unternehmensebene, als Brand will ich das in diesem Falle dann bis aufs Produkt runterbrechen. Dann muss ich eben hingehen und sagen, wie kann ich das sicherstellen? Und dafür brauche ich verschiedene Aspekte, die hier aufgelistet sind. Dafür muss ich mir ein Monitoring-System bauen. Man kann auch sagen Management. Wir nennen das immer bei uns im Institut Monitoring-System, weil es viel auch mit Prozesscharakter zu tun hat. Also ich muss diese Dinge handeln, aber ich muss sie auch definieren. Also ich muss Anforderungen aus dem Siegel, ich muss aber Anforderungen auch an Transparenz, Transaction in diesem Falle müssen gewährleistet sein und so weiter. Und da brauche ich dieses Selbstverständnis und logisch,
das bricht sich natürlich runter bis auf die Lieferantenebene. Und in diesem Falle, was die Ökologie angeht, geht es sogar dann ja quasi bis zur Rohhaut runter, wo ich ja überall meine Anforderungen oder teilweise die Grundanforderungen habe. Also hier ist es dann so eine grundsätzliche Darstellung, die dann teilweise sehr komplex ist. Das Gleiche gilt übrigens wunderbar auch für das Thema Textil. Also wenn ich zum Beispiel, Bernd, eine Mitgliedschaft in der Fair Wear Foundation, das ist ja gerade das Innovative an der Fair Wear Foundation, die eben sagt, liebe Brand, wenn du Mitglied sein willst, werden wir dich unterstützen, aber auch danach bewerten, wie du genau in diesen beiden Ebenen hier aufgestellt bist. Das sind genau diese Erkenntnisse. Also wenn zu mir ein Unternehmen kommt und sagt, Mensch, ich möchte gerne auch Fair Wear Foundation Mitglied sein, dann fangen wir genau hiermit an. Dann wird das meine erste Folie sein, wo ich sage, wir schauen uns deine Prozesse mal an und das sind die Relevanzen, wo wir jeweils reinarbeiten und dann können wir die entsprechenden Prozesse dann hinterher aufstellen. Das ist wesentlich. Das ist auch nochmal wesentlich, dass man nicht immer eindimensional und plakativ vorgeht. Zeigt euch aber vielleicht auch, dass es auf der anderen Seite, das muss man auch anerkennen, auch sehr, sehr komplex ist. Also wenn ich zum Beispiel eine Unternehmensebene habe, wo ich aber gar nicht direkt mit den Lieferanten arbeite, sondern mit einem Importeur. Du kennst diese Diskussion aus dem Textilbündnis. Dann kann diese Lieferantenebene unter Umständen für mich eine Blackbox sein. Und dann sind das Riesenherausforderungen, wo ich Traditionen, Vorbehalte ausräumen muss. Also das kann, wir verlassen so ein bisschen den Zeitrahmen jetzt, aber deutet an, wie komplex diese Felder sein können. Aber wir eigentlich gehen, auch, dass ein Durchgriff möglich ist durch die Verträge mit den Lieferanten. Da kann man das ja reinschreiben. Also das ist ja ein ziemlich direkter Durchgriff. Total. Und ich sage auch, jetzt lehne ich mich vielleicht da ein bisschen über den Balkon, aber wenn ich ehrlich bin, kann man es, wenn man es seriös macht, man kann es nicht anders machen als so. Aber was ich schon eingestehe, Bernd, wir haben da öfter drüber gesprochen, ich habe immer dieses Anerkenntnis von Prozessen. Also dass ich sage, ich muss jetzt als Unternehmen, wenn ich sage, boah, Heimann, das ist klasse, lass uns das machen, wird er das nicht in einer Saison machen können. Das schafft er nicht, weil er hat natürlich auch seine anderen Prozesse, die er aufrechterhalten muss. Das ist ja schon auch sowas wie Selbstschutz. Also das kann man nicht ganz sozialromantisch sehen, aber wir haben das in der Praxis häufig bewiesen, wenn der Wille da ist auf der Unternehmensebene, kann ich mir Meilensteine setzen. Die sind am Anfang noch so ein bisschen fast linear und gehen dann hinterher immer schneller nach oben, weil ich dann auch über ein Capacity Development, über Schulungen, über Anerkenntnis bei den Lieferanten und so weiter, da haben wir es ja oft auch mit kulturellen Unterschieden. Es braucht Zeit, aber es ist möglich und das ist ja auch die Diskussion, die wir im Bündnis immer haben. Zeit braucht es, aber ich verstehe auch und ich finde es auch richtig, wenn man Meilensteine verbindlich setzt und wenn man diese beiden Regeln oder wie soll ich sagen, einhält, dann lehne ich mich über den Balkon und sage, diese Konstrukte sind umsetzbar. Das ist die Vorgehensweise. Okay. Jetzt machen wir ein bisschen schneller, um richtig, ein bisschen Zeit richtig wieder rauszuholen. Wir machen mal weiter an der Stelle, das wäre sehr gut, glaube ich. Genau. Also jetzt geht ja der Dschungel los. Ja. Naja, das schenke ich mir im Grunde dann jetzt tatsächlich auch einfach nur für euch nochmal auch da jetzt wieder. Bernd, du hattest das ja eben auch nochmal angedeutet, ist es jetzt ein Produktsiegel oder nicht? Und da sieht man so die Art der Initiative, die Systemtypen, das müsstet ihr euch dann tatsächlich, wenn ihr hinterher feststellen wollt, diese Brand arbeitet eben mit Amfori BCI oder eine SA 8000 Zertifizierung, worin bitte unterscheidet die sich dann von einem
Multi-Stakeholder-Ansatz von der Fair Wear Foundation. Und das schaffen wir jetzt nicht ins Detail runterzugehen, wo zum Beispiel haben Beschwerdesysteme eine Relevanz. Aber, und wenn ich das hinterher mitarbeite als Unternehmen zum Beispiel, deswegen, ihr erinnert euch, am Anfang habe ich gesagt, die Siegel sind für den Konsumenten wichtig, für euch als NGOs natürlich auch, weil dadurch könnt ihr Situationen, Unternehmen, auch Motivationen einschätzen. Das ist total hilfreich und da helfen solche Gliederungen, helfen mir da, wenn ich sehe, ah ja, diese Firma arbeitet damit und so weiter und dann sehe ich, die haben den und den Ansatz, vielleicht auch den und den Managementansatz. Genau, dann die nächste Folie habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Okay. Also da würden wir jetzt den Sprung von den Sozialstandards nochmal schnell zurück machen zu der Ökologie. Da haben wir es tatsächlich grundsätzlich mit Produktlabeln zu tun, wobei wir da unterscheiden müssen. Ich habe das aber eben auch schon angedeutet. Da unterscheiden wir ja zum Beispiel so ein Ökotex 100 oder Ökotex 1000 gibt es da noch. Die haben da so einige verschiedene Gradierungen. Da geht es tatsächlich, wie ich es eben schon gesagt habe, um eine Schadstoffprüfung am Endprodukt, während der GOTS zum Beispiel. Jetzt sind wir bei Textil, weil der GOTS, das war ja eben auch eine der Fragen, noch keinen Lederstandard hat. Dann Anforderungen von der Faser über die gesamte Wertschöpfungskette eben hat. Oder nehmen wir das, ähnlich ist STEP bei Ökotex aufgebaut. Oder eben, wenn wir jetzt, wir haben noch mal ein paar Besonderheiten hier aufgelistet, wenn ich zum Beispiel als Verbraucher Aspekte, wir erinnern uns, wir haben gesagt, die Wertschöpfungskette hört beim Gebrauch ja nicht auf. Also wo wird recycelt, wo wird am Anfang Recycling eingesetzt? Da gibt es dann inzwischen auch einige Standards, die mir als Verbraucher auch helfen, seriös festzustellen, ist es jetzt hier tatsächlich, handelt es sich hier um ein sauber recyceltes Material. ZDAC wäre ein Ansatz, wo es eben darum geht, nicht nur am Endprodukt, was wir oben hatten, sondern auch, was bitte an Substanzen, Prozesschemikalien in den Compounds ist eingesetzt worden. Also wo was im Grunde eine Liste ist, die mir hilft, mein Chemikalienmanagement zu optimieren. Genau, also das soll uns vielleicht an dieser Stelle als Überblick dann reichen. Genau, ich glaube, Helen, wenn klickst du nochmal. Ja, das jetzt sozusagen, während wir auf der Tonspur nochmal im Grunde diese Präsentation jetzt nochmal gesamt zusammenfassen, können wir hier nebenbei nochmal so ein bisschen gucken, was verschiedene Label lang der Wertschöpfungskette so mit abdecken. Also wir haben gesprochen eingangs über Leder. Wir haben uns nochmal so die Wertschöpfungskette von der Rohhaut angesehen. Wir haben uns angeschaut, wo liegen die Probleme. Das sind die Konservierer, das sind die Gerbstoffe. Da würde ich als Konsument immer drauf achten. Ich persönlich jetzt würde ungerne Sandalen tragen wollen mit nackten Füßen in chrom gegerbtes Leder. Es gibt Alternativen, einmal pflanzliche Gerbung oder Titangerbung zum Beispiel, also chromfreie Gerbung. Darüber haben wir gesprochen. Dann neben den Konservierern, die natürlich toxisch sind, übrigens auch eine kleine Anekdote, die Konservierer, die in Textilien zugelassen sind, sind nur in den Richtlinien und Grenzwerten sind nur ein Bruchteil von Leder. Das hängt damit zusammen, dass ich in Leder mehr Konservierer brauche. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, wenn wir ehrlich sind, dass man im Leder- und Schuhbereich die Sensibilität für diese Humantoxikologie erst viel später entwickelt hatte, wo man die im Textilien schon hatte. Und auch da wieder dieses Anerkenntnis von Dinge müssen sich entwickeln, also auch eine Textilrichtlinie hat sich langsam entwickelt und man geht dann hin und sagt, ja, so ein,
so ein Konservierer zum Beispiel von der Rohhaut in die Gerberei, die brauche ich auch, sonst verrottet mir die. Also ich muss konservieren, ich kann kühlen, ich kann mit Salz konservieren. Das sollte auch möglichst viel gemacht werden. Und dann werden eben, weil es einfacher ist, weil es schneller ist, technisch einfach, werden eben die synthetischen Konservierer eingesetzt, aber die natürlich giftig sind, weil sie eben entsprechend die Organismen töten. Und da kommt es dann auf die Dosierung drauf an. Und am Anfang, wenn keiner nachfragt, wird in der Praxis natürlich immer viel eingesetzt. Und deswegen muss man dann hingehen und muss die Grenzwerte setzen und muss sie dann immer wieder im Laufe der Revisionen, deswegen bin ich auch ein Riesenfan von Revisionen, dann immer wieder höher gesetzt werden, um dann tatsächlich der Industrie auch diese Möglichkeit zu geben, sich dann technisch weiterzuentwickeln. Aber es muss gemacht werden. So, darüber haben wir ja über Leder gesprochen. Ich fasse schnell zu Ende zusammen, Bernd. Ja. Dann haben wir, und dann bin ich noch einigermaßen in der Zeit, dann haben wir gesagt, dass es sehr wenig Ledersiegel gibt. Ihr habt gesagt, dass ihr sehr gerne euch an Siegeln orientiert und werdet dann in der Praxis feststellen, dass es bei Schuhen nicht so wahnsinnig viele gibt. Das sieht dann bei Textilien schon ganz anders aus, wo wir eben da auch nochmal unterscheiden können zwischen der Ökologie und den Sozialstandards, wo ich eben über einen GOTS-Textilstandard zum Beispiel, wo ich beides mit abdecke, aber in einer unterschiedlichen Gewichtung. Während wenn mir die Arbeitsbedingungen, die Working Conditions besonders wichtig sind, würde ich auch bei einer Brand immer hinterfragen im Bereich der Sozialstandards, welche Monitoring-Systeme habt ihr und wie lasst ihr euch da zertifizieren, beispielsweise über eine SA 8000 oder eben, ihr habt schon rausgehört, ich bin da tatsächlich natürlich ein Fan von der Fair Wear Foundation. Also das so als Zusammenfassung. Und genau, dann sind wir meines Wissens dann mit meiner Präsentation soweit. Ach nee, ich habe ja noch weitere Exkurse. Ach mein Gott, Bernd, jetzt musst du was sagen. Ja, also wir haben ja festgestellt, würde ich mal fast sagen, dass es sehr komplex ist. Es ist an der Oberfläche gekratzt. Zum Teil, was mir jetzt nochmal aufgefallen ist, dass eigentlich für den Schuh- und Lederbereich es keine Siegel in dem Sinne schon gibt, die eine Kaufentscheidung irgendwie richtig beeinflussen oder eine Orientierung geben könnten. Vor allem, wenn es auch um Sozialstandards und Arbeitsrechte gibt. Der IVN deckt genau diese ganzen Humanen, also die Giftstoffe, die für den Menschen gefährlich werden könnten, ab. Da ist schon relativ gut. Auch der Durchgriff, sagst du, ist mit einer gewissen Transparenz gewährleistet. Mit einer hohen Transparenz. Mit einer hohen Transparenz gewährleistet. Aber eigentlich existierte am Markt noch nichts als Verbraucherorientierung. Was du jetzt dargestellt hast, ist ja doch nochmal für mich auch deutlich geworden, alle decken eigentlich nur einen gewissen Teilbereich ab. Und der größte defizitäre Bereich ist, dass keines der Siegel, die zumindest eindeutig für Lederprodukte oder für Lederprodukte da stehen, dass sie überhaupt die Sozialstandards umfassend abdecken. Also da ist ja ein riesen Handlungsbedarf. Und es gibt ein paar Anknüpfungspunkte im Textilbereich. Warum würdest du jetzt sagen, könnten beispielsweise so ein staatliches Siegel wie der grüne Knopf, wenn er denn da ambitioniert entwickelt ist, da überhaupt eine Rolle spielen? Oder hat der nicht auch eine Limitante, so wie jedes Siegel, was jetzt gerade hier so dargestellt wurde? Weil es immer nur eine Teilabdeckung gibt und weil gerade so zentrale Themen aus dem Arbeits- und Sozialstandsbereich gar nicht zur Genüge abgedeckt sind und auch gar nicht in dem Sinn sichergestellt oder zertifiziert werden können. Vielleicht nimmst du das jetzt nochmal bei diesem Punkt grünen Knopf auf. Oder wenn es jetzt noch andere Rückfragen auch gibt oder Kommentare, bitte nutzt Fragen und Antworten. Das wäre jetzt auch nochmal eine Gelegenheit, um das zu schärfen. Weil ich glaube, wir schaffen es nicht, diese ganzen Details heute Abend durchzugehen. Das wird komplex. Wichtig ist vielleicht nochmal der Punkt, man kann nur mit bestimmten Prozessen bestimmte Dinge garantieren. Und trotzdem ist es eben wichtig, Prozesse über die Instrumentarien zum Laufen zu bringen. Ja, wir hatten uns jetzt so ein bisschen einen kleinen oder dann doch einen größeren Exkurs gemacht, dadurch, dass wir gesagt haben, wie werden diese Dinge eigentlich dann in der Praxis gehandhabt. Ich denke, für euch, wie ihr von den NGOs kommt, mag das, unterstelle ich mal, interessant gewesen sein, um einfach da auch mal absolut
Ne? Und deswegen haben wir uns das jetzt mal erlaubt. Den grünen Knopf müssen wir die Folien ja auch nicht dann durchjagen da. Aber vielleicht hier, warte mal einen kleinen Moment, bevor wir das nochmal. Okay. Hier ist eine Frage aufgetaucht. Ne? Also was ist mit ganzheitlich fair und öko handelnden Unternehmen, wie zum Beispiel Mellaware? Da müsste doch der Schuh fair und öko sein. Genau, also das ist dann der Weg über Firmen, die sozusagen ganzheitlichen Ansatz haben, wie ich es eben historisch auch von Hessatur, aber da gibt es natürlich auch noch andere kenne, wir kommen alle traditionell aus der Ökologie. Also ich bin, wenn ich vorhin gesagt habe, vor 30 Jahren, ich bin mit Humantoxikologie angefangen. Bernd, das muss man ein bisschen wissen, was ich nebenbei auch natürlich extrem wichtig finde. Also dieser Pullover, ist der giftig auf meiner Haut oder ist der Schuh, hat der ein Chrom 6, was dann überhaupt nicht mehr lustig ist, hat er das oder nicht, ist einfach die zentrale Frage. Und dann hat sich eigentlich erst so um das Jahr 2000 herum dieses Bewusstsein geschärft. Vorher hatte man schon den Code of Conduct, aber der wurde so ein bisschen bürokratisch gehandelt, muss man zugeben. Und dann hat sich dieser Horizont erweitert und dann ist eigentlich dieser Begriff dieses ganzheitlichen Ansatzes dann auch gekommen, wo jetzt heute viele zugegebenerweise sind das dann entweder Pioniere oder eben besondere Premium-Firmen im Nachhaltigkeitsbereich, die eben sagen, was heißt eigentlich ein holistischer, ganzheitlicher Ansatz? Und der hat human Umwelttoxikologie, aber der hat genau diese Arbeitswelten und der hat dann hinter dann noch einen Schritt weiter auch nochmal eine gesellschaftliche Verantwortung. Und deswegen gehen solche Unternehmen dann sehr wohl hin und sagen, wir gucken uns das Produkt an, wir gucken, unter welchen Arbeitsbedingungen ist es hergestellt und haben dann heute immer mehr noch, weil das ist auch das Interessante, dieser Begriff der Nachhaltigkeit wird immer breiter. Also ich habe ein holistisches Prinzip aufgebaut, das waren am Anfang 4 Säulen, inzwischen sind das 7. Du hast ja eben selber von Komplexität gesprochen, also es wird immer komplexer. Und wenn wir das heute eindampfen, so ein bisschen wird, und da bin ich wieder ganz bei dir, es ist von zentraler Wichtigkeit, dieses, wie wird eine Fläche hergestellt und unter welchen Bedingungen wird es hergestellt und hinter besonders konfektioniert. Also das sind wesentliche zentrale Fragen, die in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich stark abgedeckt sind. Also so ein IVN, der ist jetzt ja ein Ledersiegel, was schwerpunktmäßig im Moment im Einsatz in Europa kommt. Deswegen sind die Anforderungen an Sozialstandards, die in dem Label als Labelanforderung sind in Europa leichter einzuhalten. In dem Augenblick, wo ich dann in ein bisschen schwierigere südliche Situationen gehe, mag das anders sein. Und andere Label haben sich dem in der Intensität noch nicht gestellt. Aber könntest du aus deiner Perspektive nochmal diese Frage aufgreifend sagen, oder bist du informiert genug, dass Mellaware eigentlich vom Ansatz her, wenn auch kein externes Siegel nutzt, öko und fair ganzheitlich behandelt? Das kann ich für diese Firma dezidiert jetzt nicht sagen. Ich kenne diese Firma, ich kenne zum Beispiel nicht dezidiert deren Öko-Richtlinien und ich kenne nicht deren Management-System. Aber das mag ich durchaus positiv unterstellen. Wie gesagt, da gibt es einige Firmen, die diesen Ansatz haben. Und Bernd, und dann müssen wir auch noch mal berücksichtigen, es gibt nicht die hundertprozentig ökologische Lösung oder nein, die 100% nachhaltige Lösung. Wir werden immer akzeptieren, also ich kenne kein Unternehmen auf dieser Welt, was 100% nachhaltige Produkte, also du wirst immer noch etwas finden und wenn es im Kreislauf ist, wenn es im Transport ist, also wo du Aspekte hast, wo du optimieren kannst. Also aber für diese eine Firma nee, kann ich es nicht sagen, will ich auch nicht, weil das ist, ich würde nicht für eine Firma sprechen. Aber das zeigt ja, dass man eigentlich für eine vernünftige Verbraucherinformation und Aufklärung eine unabhängige Überprüfung braucht, genauso wie man die Information über die Richtlinien braucht, was dann geprüft wurde. Das ist ja in dem Fall bei Mellaware vielleicht
notwendig. Ich kann es jetzt auch nicht im Moment beurteilen, weiß auch nicht, um welchen Schuh es da vielleicht geht, würde jetzt auch zu weit führen. Aber letztlich ist das doch für eine vernünftige Verbraucherinformation, Aufklärung, auch im Sinne der Verbraucherentscheidung wichtig, dass da eine unabhängige Überprüfung und auch eine Standardsetzung, was umfassend ist und transparent ist, da erfolgt. Das wäre ja so ein Kriterium vielleicht auch für uns. Das wäre ja auch ein Kriterium, was man nachher nochmal diskutieren können. Und eben vor allem, dass auch in dieser Standardsitzung klar ist, was wird denn abgedeckt? Das berührt so ein bisschen die Frage, die hier noch mit aufkam. Also wie kann denn gewährleistet werden beispielsweise, dass nicht noch andere umweltschädliche Dinge in dem Gärprozess oder bei der Lederproduktion irgendwie passieren? Beziehungsweise wie kann gewährleistet werden, dass die Tiere nicht nur gehalten werden, damit man Leder hat zur Verfügung. Also vielleicht kannst du da... Die Fragen kann ich ganz schnell beantworten. Also ich habe keine Fantasie, dass eine Kuh gehalten wird, um hinter für 40, 60 Dollar Euro die Haut zu verkaufen. Also wird es in Sonderfällen, gibt es das, wo in Indien eben die heiligen Kühe nach Bangladesch rübergebracht werden, wo sie dann geschlachtet werden und wo man wahrscheinlich dann das Fleisch auch gar nicht mehr verwenden kann und so weiter. Diese Sonderfälle kenne ich auch, aber das sind Ausnahmen. In der Regel werden Tiere gehalten, genau wie ein Schaf wird gehalten wegen der Milch und der Wolle. Und wenn es irgendwann dann geschlachtet wird, wird man dann in diesem Falle jetzt nicht ein Leder, sondern ein Fell gerben. Und das ist grundsätzlich mal und bei den Schadstoffen ist es so, da braucht es eben genau diese Erfahrung. Das ist schon eine kluge Frage, worauf prüfe ich und um auch zu gucken, was an welcher Stelle eingesetzt ist. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen sensibler, wenn ich nur ein Endprodukt prüfe. Nehmen wir mal das gute alte Formaldehyd, ist ein fantastischer Konservierer, ist ein fantastisches Bindemittel, hat nur den hässlichen Nachteil, es ist extrem toxisch. Erbgutverändernd, krebserregend. Und dieses Formaldehyd, was wir vom Namen ja alle kennen, habe ich dann auf dem Endprodukt nicht drauf. Das ist schon mal für mich wichtig, Humantoxikologie. Ich finde es aber auch wichtig, dass es vorher gar nicht eingesetzt worden ist, weil jede Menge Arbeiter auch die Nase über den Maschinen halten und das dann mit in Kontakt kommen und so weiter. Und da Formaldehyd aber wasserlöslich ist, kann ich es dann im letzten Waschprozess runterwaschen. Deswegen ist die Frage richtig, an welcher Stelle prüfe ich einen Schadstoff? Nur am Endprodukt oder wie ist ein GOTS, wie ist ein IVA? Wie es aber auch eine STEP-Zertifizierung macht, eben aus diesen Erkenntnissen, dass ich tatsächlich überall in der Wertschöpfungskette, also wir kennen diesen Unterschied, die Fachleute MRSL und RSL-Ansätze. So, und dann aber nochmal ganz kurz muss ich zurückkommen zu deinem Einwurf. Natürlich, Bernd, hast du recht, vertrau auf Gott, aber binde dein Kamel an, heißt natürlich, am Ende ist es immer gut, wenn ich etwas überprüfe, also wenn ich Prozessschritte überprüfe. Aber ich finde, wäre das schon mal ein Riesenschritt, wenn ich hingehe, als Brand und schaffe Transparenz. Gehe überhaupt mal hin und mache für mich selber die Schritte transparent und dass ich selber diesen Anspruch habe und sage, ich will aber jetzt ganz genau wissen, wo kommt das Leder her, wo kommt die Kuh oder wo kommt die Ziege her, wo ist gegerbt, wie ist gegerbt und so weiter, wie sind die weit. Also wenn ich diese Information erstmal habe, wenn ich mich dann entscheide, diese Information transparent zu machen, zum Beispiel, finde ich, ist das schon mal ein erheblicher Meilenstein in der Glaubwürdigkeit. Kommen wir ja gleich auch noch, wenn wir über dieses Lieferkettengesetz sprechen. Also da steckt ja so eine Intention auch mit drin. Wie weit es dann hinter wirklich eine Kontrolle, sprich eine staatliche Kontrolle braucht, ist, wenn ich jetzt ein Hess Natur, wenn ich einen Abend Angel nehme, die haben hervorragende oder im Rucksackbereich auch ein VD, die haben fantastische
klassische Richtlinien, wo diese Unternehmen auch dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Und da gehe ich jetzt als Verbraucher hin, und wenn ich das Vertrauen in diese Marken habe, dann schaue ich mir im Internet grob an, was machen die da, wie haben die, so wie Melaware, sagen wir jetzt auch, diesen ganzheitlichen Ansatz haben. Und die Überprüfung zum Beispiel, ihr erlaubt mir jetzt das Beispiel Hessatur zu nehmen, weil ich da nun 12 Jahre verantwortlich war, deswegen weiß ich das genau, werde ich dann natürlich wiederum noch von außen geprüft, weil ich dann über eine GOTS-Zertifizierung und so weiter oder eben über eine Mitgliedschaft in der Fairware Foundation wird ganz genau hingeguckt, was machen die da, welche Monitoring-Management-Systeme haben und ob es jetzt dann darüber hinaus eine staatliche Kontrolle oder stattdessen braucht. Das war ja jetzt genau diese Brücke zum grünen Knopf, wo man gesagt hat, finden wir so ein Einheitslabel, wo man dann aber auch hingegangen ist und wiederum gesagt hat, naja, irgendwie schon, aber irgendwie, es gibt natürlich auch schon viele Label und Siegel. Und deswegen ist man beim grünen Knopf dann ja hingegangen und hat diese Ansätze des Vorhandenen inkludiert. Und ich fasse jetzt diese 6 Folien, die wir uns schenken müssen, sozusagen. Da warte mal einen kleinen Moment, bevor wir dann darauf kommen. Hier ist noch eine Zwischenfrage gewesen. Du sprachst von 7 Säulen. Bisher ist ja traditionell bekannt, die Säule Soziales, Ökologisches und Ökonomisches. Was, könntest du das vielleicht kurz sagen, welches die anderen Säulen sind, die vielleicht oder und warum die wichtig sind in deinem holistischen Ansatz? Vielleicht kommen wir dann. Schaut euch das bitte auf unserer Stiftungsseite, findet ihr irgendwo das abgebildet, wenn ihr euch ein bisschen durchscrollt. Diese 7 Säulen sind, es gibt einmal die Gruppe des Produktes, dann der Brand und dann des Sustainable Consumption, also des nachhaltigen Konsums. Und bei dem Produkt ist es einmal die Säule der Produktherstellung, da haben wir schon viel heute gehört. Dann gibt es aber auch die Säule der Produktentwicklung. Da haben wir schon 2. Dann gibt es die Säule der Arbeitsbedingungen. Dann gibt es die Säule der Fair Trade Relations, weil mir irgendwann klar geworden ist, in einem ganzheitlichen Ansatz muss ich mir klar machen, in welcher Handelsbeziehung bin ich denn zum Lieferanten, aber auch zum Kunden. Wir haben gerade über Transparenz zu den NGOs, zum Government und so weiter. So, und dann haben wir weitere Säulen für die Firma selber, wie die sich in den Governance-Themen aufstellt. Das sind 2 Säulen. Und dann haben wir eben noch die 7. Säule für den nachhaltigen Konsum, wo innerhalb dieser Säulen ganz viele Aspekte runtergebracht sind. Und übrigens, vielen Dank für die Frage dann auch. Und aus diesen 7 Säulen mit den ganz vielen Unterpunkten kann ich dann eine Matrix erstellen. Und mit diese Matrix kann ich dann messbar machen. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn ich hingehe und diese Matrix auf eine Firma drauflege, dann kann ich sozusagen diese Firma individuell ganzheitlich bewerten und kann sagen, da steht ihr und da könntet ihr euch hin entwickeln. Also diese Matrix ist im Laufe von vielen Jahren entstanden. Da bin ich aber tatsächlich ein bisschen stolz drauf, weil sie unheimlich hilfreich ist, in diesem komplexen Gebilde mich zurechtzufinden. Ja, also es ist wirklich ein komplexer Managementprozess. Die Diskussion in der Öffentlichkeit ist ja weitergegangen, dass man jetzt nicht bloß einem Brand oder der Marke Glauben schenken kann, auch schon gar nicht, weil man diese ganzen komplexe Dinge ja als Einzelner nicht immer durchsteigt, sondern die Frage ist ja, wie kann genügend Transparenz und Glaubwürdigkeit hergestellt werden, auch mit einer gewissen staatlichen Garantie? Vielleicht ist das der Brückenschlag, warum ein grüner Knopf aus deiner Perspektive, wo darin Chancen bestehen, aber woran auch dieser grüne Kopf Limitanten hat. Vielleicht dies dargestellt und dann können wir noch mal, da weiß ich gar nicht, was damit gemeint ist. Gibt es Leder? Ja, es gibt Leder. Veganes Leder gemeint. Veganes Leder. Aber das können wir vielleicht nochmal an der Stelle zurückzustellen, weil auch die Frage, ob Discounter ökologisch und sozial hochwertig sein können, hängt ja letztlich davon ab, wie transparent sie das nachweisen können und wie letztlich auch staatliches Regulieren da eingreift und somit ein Mindestniveau setzt. Und da könnten vielleicht die Aspekte grüner Knopf als auch nochmal andere, die du da vorbereitest, eine Hilfe sein. Also ich muss gestehen, dass es grundsätzlich in meinem Anspruch als Firma, als Brand, als Unternehmen der Anspruch
mich nachhaltiger zu entwickeln und aufzustellen, macht ja vor keinem Prinzip Halt. Die Anforderungen sind unterschiedlich sportlich vielleicht auch, aber grundsätzlich kann sich diesen Herausforderungen ja jetzt erstmal jeder stellen. Und das machen dann einige Unternehmen, die eben im Premium sind, die machen das aus ihrer DNA heraus schon. Die sagen, so fange ich an, das ist mir von in der Natur schon wichtig. Und dann gibt es eben Firmen, was ich aber total auch akzeptieren kann, Bernd, die eben sagen, ja, ich habe immer versucht, einen guten Schuh oder zu machen mit einer guten Passform, vielleicht auch Langlebigkeit, was ja auch schon ein Nachhaltigkeitsaspekt ist und so weiter. Also Qualität und Modeansprüche, Preisansprüche waren für mich da. Und jetzt diesen Aspekt der Nachhaltigkeit, der Ökologie zum Beispiel, den lerne ich jetzt erst. Ich kann das akzeptieren. Wir machen das tatsächlich so, dass wir die Firmen immer da abholen, wo sie sind. Und dann viel wichtiger finde ich dann, wie glaubhaft sich ein Unternehmen dann wirklich auf den Weg macht. Oder ob man dann hier nur den einen oder anderen kleinen Leuchtturm mal macht, um da mal so ein bisschen was aufzuwirbeln und wir dann natürlich ganz schnell in diese Bereiche des Greenwashing kommen. Und diese Diskussion hatte ja auch der grüne Knopf, ohne jetzt zu sehr auf die Historie gehen zu wollen. Wir können mal vielleicht ganz schnell durch die Folien durchscrollen, bis wir auf eine Folie kommen, die uns eine gute Übersicht gibt. Helen, die nächste Folie, genau, warum wir es brauchen, war klar, haben wir eigentlich jetzt schon besprochen. Dann auf der nächsten Folie ist so, dass wir sagen, du hast es eigentlich schon auch gerade schön zusammengefasst, Bernd, das ist im Grunde, dieses staatliche Siegel hat soziale, ökologische Anforderungen, die sich einmal auf das Produkt beziehen, aber die eben auch unternehmens- und das ist das wirklich Innovative daran, mit aufnehmen und entsprechend werden die Zertifizierungen seriös eben akkreditiert eben auch vorgenommen. Auf der nächsten Folie dann, Helen. Die eine wesentliche Innovation sind für mich, es sind ja auch extrem viele Diskussionen geführt worden, da war ich schon begeistert von diesem Ansatz, dass man sagt, es gibt einmal diese Produktkriterien, da haben wir ja eben jetzt die ganze Zeit auch schon drüber gesprochen, aber wir haben ja auch jetzt hier nochmal, das kommen ja immer mehr Erkenntnisse jetzt auch in der Diskussion schon raus, es reicht nicht, wenn ich nur auf das Produkt gehe, ich muss mich als Unternehmen selber, ich muss Governance-Anforderungen, ich muss Compliance-Anforderungen, ich muss mir entsprechende Strukturen bauen. Das sind also die wesentlichen Säulen. Also die Unternehmenskriterien ist das Fundament, was dann ja später auch erstmal abgeprüft wird. Auf der nächsten Folie, Helen. Genau, das hier einfach nur nochmal können wir dann überblättern, dass im Wesentlichen die Anforderungen sich aus den OECD-Leitrichtlinien, Leitprinzipien abgeleitet haben. Also da hat man sich schon sehr solide aufgestellt. Und auf der nächsten Folie kann man dann nochmal ganz gut sehen, wo der grüne Knopf ist. Ich habe vorhin einen wesentlichen Appell gegeben, das mache ich in meiner praktischen Arbeit sehr, sehr häufig, immer häufiger, weil gerade wir in Deutschland haben sehr schnell das Problem, dass wir Dinge uns anschauen und dann, was eine gute Tugend ist, eine gute Eigenschaft ist, zu sagen, und hier haben wir einen Mangel, hier haben wir. Und meinen Studenten sage ich dann immer, lass uns die Regel angucken und dann die Ausnahmen. Oder wenn ich mit etwas Neuem anfange, lass uns akzeptieren, dass ich einen Nullzustand habe und dann allerdings mich verbindlich zeige, deswegen, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt, das ist aber mir sehr wichtig, diese Verbindlichkeit dann auch in Revision zu gehen, was der grüne Knopf übrigens ja gerade macht, er fängt an mit der ersten Revision, dass er gesagt hat, wir sind in der Einführungsphase, sind wir mal bei zwei wesentlichen Brennpunkten, Konfektion und Nassprozessen angefangen, haben unsere Erkenntnisse gezogen, müssen dann die Learnings in die Revision nehmen und in der Revision geht man jetzt eben auch auf die Ebene der Fasern und so weiter.
So, das war mit dieser Folie gesagt. Die nächste Folie sagt, und das ist jetzt eine wesentliche Innovation, die ich auch von zentraler Wichtigkeit. Am Anfang haben wir von Label Dschungel, vielleicht auch von Müdigkeit gesprochen. Und der grüne Knopf hat es schon im Ansatz, im ersten Anwurf mal geschafft, dass er gesagt hat, auf der Produktebene muss ich jetzt nicht ein eigenes Requirement, einen eigenen Standard zwingend setzen, sondern ich kann mir anschauen, was gibt es da am Markt? Und da seht ihr ja die verschiedenen Siegel mit den verschiedenen Intensitäten und so weiter. Und daraus kann ich mir jetzt die Tugend der Siegel kann ich mir jeweils nehmen und aus einer Kombination kann ich sozusagen dann die Produktebene abprüfen. Das heißt also, für den grünen Knopf, wenn ich ein GOTS habe, muss ich auf der Produktebene jetzt nicht nochmal einen Beweis antreten, weil das hat ja ein seriöses Siegel, ein geprüftes Siegel GOTS mir an der Stelle schon übernommen. Das ist also dieses Handlungsprinzip. Und das ist ein sehr, finde ich, sehr innovativ und das ist tatsächlich zukunftsträchtig und als Optimist würde ich sagen, könnte uns das vielleicht zukünftig helfen, im Siegeldschungel das Leben so ein bisschen leichter zu machen. Erübrigt ja nicht ein GOTS oder ein Blue Sign im Outerwear-Bereich und so weiter. Aber wie du eben auch sagtest, Bernd, diese Siegel sind oftmals, ein Blue Sign ist ein Ökosiegel, aber kein Siegel für Sozialstandards. Ein Fairtrade-Siegel, da muss man unterscheiden, da gibt es verschiedene, aber ein Fairtrade-Siegel kommt ursächlich erstmal aus dem Handel, den fairen Handel, eben den entsprechenden Ausgleich und so weiter. Also verschiedene Siegel haben verschiedene Gewichtungen, Intensitäten und über diesen Mix kann ich das harmonisieren und wenn der grüne Knopf sich in der Form weiterentwickelt, dann auch hinter auf Schuhe und andere Artikel runtergebrochen, finde ich das einen innovativen Ansatz. Also vielleicht das nochmal. Du sagst ziemlich klar, der grüne Knopf hat einen innovativen Ansatz, weil er einmal auf der Produktebene ist, da auch bestehende Standards nutzt, aber er schaltet in der Theorie auch ein in dem Sinn weitreichendere Standardsetzung vor für das gesamte Unternehmen, also nicht nur für das Produkt, was dann da gesiegelt oder mit einem Aufkleber belegt wird. Aber wir kennen ja die Kritik auch daran. Was wäre denn jetzt absolut in dieser Revision notwendig, dass das gesetzt wird, um tatsächlich staatlicherseits mit diesem Instrumentarium eine Orientierung für die Verbraucherin, für den Verbraucher zu sein und um nicht bloß die bestehenden Siegel nochmal abzubilden. Denn wir haben das ja auch in dem Kontext von Schuhe und Leder. Der grüne Knopf hat zwei Punkte in der Lieferkette für Textilien rausgegriffen. Schuhe sind da noch gar nicht drin, andere Produkte ja auch nicht. Also es wäre vielleicht in der Revision irgendwann mal so, dass tatsächlich das für Leder und Schuhe auch gilt. Aber was müsste ambitioniert passieren, dass er eben nicht bloß bestehende Standards abdeckt, dass es zu einer tatsächlich transparenten staatlichen Garantie kommt und dass letztlich auch dann drüber hinausgegangen wird über die zwei Stufen der Lieferkette, die ja bisher bloß adressiert sind? Naja, über die zwei Stufen, also die verschiedenen Tierebenen sozusagen, gehen wir jetzt ja wird man in der Revision ja darauf eingehen. In diesen Revisionsprozessen ist unser Institut jetzt nicht beteiligt. Wir waren das nur eine kurze Zeit. Wir waren in der Gründungsphase des grünen Knopfs waren wir stark beteiligt, haben uns da stark eingegeben. Auch als Stiftung kann man das auch idealistisch machen, weil das hört ihr daraus. Ich bin schon ein Fan dieses ganzheitlichen Sieges. Ich erkenne auch eine ganze Menge Achillesfersen. Ist jetzt nicht mein Naturell, diese so extrem breit zu treten, weil ich würde gerne diesen Siegeln, den Appell hört ihr bei mir raus, wir müssen solchen Dingen auch eine Chance geben. Also ich finde das in so einem Multi-Stakeholder-Dialog oder Sichtweise ganz wichtig, dass man diese Dinge, Bernd, erkennt, dass man sie auch anspricht. Aber deswegen jetzt zum vierten Mal dieses Anerkenntnis, dass
dass solche Dinge auch einen Prozesscharakter haben. Also zum Beispiel in den Governance-Anforderungen selber. Was meinst du mit Governance-Anforderungen? Naja, die Unternehmen, ich nenne die immer so, Entschuldigung, diese Unternehmensanforderungen. Ich habe ja einmal eine Produktanforderung, wie wir es hier in dem Slide haben. Und wir hatten eben gesagt, ich gehe aber auch und schaue mir das Unternehmen an, wie ist das aufgestellt, welche Managementsysteme haben die zum Beispiel, sowas wie eine Chance, ein Beschwerdesystem aufzubauen, wie handeln, wie transparent können die mit diesen Aspekten, die wir eben genannt haben, umgehen. Und da werde ich ja auch entsprechend als Unternehmen, wenn ich das beantrage, den grünen Knopf als Unternehmen, also ich habe dann ja dieses Fundament als Unternehmen, habe ich das Go dann, ja, jetzt darf ich, und dann kann ich einzeln hingehen und kann dieses GOTS-zertifizierte T-Shirt, dem kann ich dann den grünen Knopf geben. Das ist ja das Prinzip, also dieses Fundament dieser Unternehmensanforderungen, und da gibt es natürlich noch Optimierungsbedarf, auch in der Zertifizierung, in der Herangehensweise. Da gibt es dann den sogenannten Quick-Scan, um einmal so aus dem Nähkästchen zu plaudern. Der wird den Unternehmen zugeschickt, und diese Ambition eines Quick-Scans heißt ja, also verschaff uns mal einen Überblick, füll das Ding mal eben aus. Und Quick-Scan heißt aber in der Praxis, wir haben es bei Unternehmen gesehen, das kann dann eine Abteilung schon mal eine Woche lahmlegen. Also das ist nicht so quick, wie es dann sein soll. Also da gibt es viel Optimierungsbedarf, vielleicht auch in der Zertifizierung selber, das aber normale Prozesse sind, wenn das in einen Akkreditierungsprozess geht. Das muss dann hinterher harmonisiert werden. Wenn es größer wird, wird es noch mehr Institute geben wollen, die vielleicht dann auch diese Zertifizierung vornehmen. Also das muss dann nochmal wieder normiert werden und so weiter. Ich bin dann nicht so ein Riesenfan, das hört ihr bei mir raus, jetzt so einzelne wunde Punkte, das ist auch nicht meine Rolle, rauszusuchen, sondern ich würde dem grundsätzlich die Chance geben wollen, vielleicht das in der Zusammenfassung werden, aber unter dem Anerkenntnis, dass das noch nichts Perfektes ist, und unter dem Anerkenntnis, und das ist nochmal wichtiger, dass es genau diesen Dialog, da bin ich wieder ganz bei dir, es braucht diesen Dialog, und es braucht auch unterschiedliche Sichtweisen, weil die auch partikular unterschiedlich sind, das ist völlig normal. Okay, aber dann vielleicht nochmal zu der Frage auch von dem Workshop heute zurück. Die Zeit läuft ja auch ein bisschen. Mhm. Den grünen Knopf, nehmen wir mal an, der wird eines Tages auch Schuhe und Leder beinhalten. Welche Chancen siehst du darin? Vielleicht wirklich ganz kurz und knapp gesagt. Und wo ist die Gefahr, wenn er sich nicht in eine bestimmte Richtung entwickelt? Die Gefahr, die ich da drin sehe, ist, dass genau diese Prozesse in der Intensität nicht stattfinden. Die Gefahr, die ich da drin sehe, dass die Label, Siegel, die wir hier einzeln da auch auf diesem Slide nochmal so schön sehen, dass die in sich natürlich auch nochmal eine Berechtigung haben. Dann muss man gucken, wie weit sich so ein grüner Knopf hochmultiplizieren lässt. Das sind die Gefahren, die ich sehe. Und auch, dass wir natürlich jetzt, dass das Ding natürlich in einer schwierigen Zeit gestartet ist, dass es jetzt nicht so schnell hochmultipliziert, wie man das gewünscht haben. Die Gründe sind natürlich jetzt auch vielleicht schnell genannt. Also der grüne Knopf hat eine Menge Chancen. Das muss man dann auch mal sehen, wie weit er dann über die Jahre sich institutionalisiert. Und ist er zum Beispiel, ist ja im BNZ geboren, gehört er da irgendwann überhaupt noch hin? Die Frage kann man sich ja eigentlich stellen. Es ist ja extrem begrüßenswert, wenn der Minister dieser Treiber ist. Aber es mag ja für den einen oder anderen irritierend sein, dass es in diesem Ministerium angesiedelt ist. Jetzt mal provokativ gesprochen. Also das sind so Dinge, die brauchen wahrscheinlich, aber ich bin kein Politiker, vielleicht auch diese Diskussion. Also ich sehe eine Menge Chancen da drin, weil der grundsätzliche Ansatz ist ein guter. Es ist eine Menge Potenzial da drin. Da passen vielleicht die Fragen, die hier gerade aufgetaucht sind, gut dazu, was so deine Einschätzungen sind. Einmal ist eine Verständnisfrage, wer berät und kontrolliert die Prozesse der Unternehmen im Kontext von dem grünen Knopf? Wer finanziert das jeweils auch? Und kann man den grünen Knopf überhaupt bekommen, ohne dass man andere Zertifikate hat?
Also ohne, dass man schon bestehende Zertifikate Den nutzt. grünen Knopf als Produkt bekomme ich dann nicht. Also deswegen hatte ich ja eben dieses Beispiel, also diese Unternehmensanforderungen, da als Unternehmen muss ich mich selber aufstellen und muss diese Anforderungen praktisch bringen. In dieser Nullserie sind diese Zertifizierungen, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, sind die für die Unternehmen umsonst oder nicht? Also es kann sein, ich habe es dummerweise vergessen. Also wir selber zum Beispiel unterstützen Unternehmen auch und helfen denen so, weil wir die Anforderungen kennen, dass wir sagen, jetzt wartet den Moment, bevor ihr es beantragt, macht erstmal eure Hausarbeiten und das machen wir als Berater, das bekommen wir dann auch bezahlt. Und von den Unternehmen, ne? Oder? Von den Unternehmen, ja, genau. Ja. Und im Moment ist es so, in dieser Nullphase, meine ich, nagelt mich bitte nicht fest, aber ich meine, dass dieser eigentliche Zertifizierungs, glaube ich, sogar im Moment noch staatlich subventioniert ist. Das wird aber logischerweise nicht von Dauer sein. Das kann sein, dass man das in dieser Nullserie, sag ich mal, jetzt gemacht hat. Also von den ersten Firmen meine ich, mich nicht erinnern zu können, dass die gesagt haben, dass es da noch mal viel, auf jeden Fall nicht viel Geld gekostet hat. Aber natürlich diese Anforderungen umzusetzen und ich muss diese Produktsiegel dann entsprechend haben und das ist natürlich schon mit Kosten verbunden. War das die Frage? Ich glaube ja. Ja, teilweise deckst du das, denke ich, ab. Also man muss ans Unternehmen schon investieren, um diese Einzelprüfung überhaupt zu passieren. Und dennoch ist noch ein ungenügend vorhanden, aber du siehst ein Potenzial drin, wenn es sich weiterentwickelt auf die anderen Stufen der Lieferkette, wenn es, und das steckt hier ja ein bisschen drin, wenn auch eine unabhängige Kontrolle mit einem Ambitionsniveau stattfindet. Und letztlich das, was ja, glaube ich, noch aussteht, dass die Kriterien der Prüfung auch öffentlich zugänglich gemacht sind. Weil das hast du ja am Anfang auch gesagt, ist ja nicht nur die Überprüfung, die Transparenz gegenüber den Verbrauchern herstellen soll, sondern auch, was geprüft wird. Das muss doch auch transparent gemacht werden, sonst weiß man ja gar nicht, was drin ist. Und es ist keine Erleichterung für die Kaufentscheidung. Also was geprüft wird, ist ja jetzt schon transparent. Das muss es natürlich auch sein. Ja, nur die Diskussion, die wir haben, ist immer so, muss ein Prüfergebnis zum Beispiel offengelegt werden? Da bin ich auch der Meinung, wenn ich ein akkreditiertes Zertifizierungsinstitut habe, also ein Institut darf zum Beispiel nicht beraten und zertifizieren. Also wir zum Beispiel zertifizieren nicht. Und wenn jemand akkreditiert ist, also wenn man ihm bescheinigt, dass er absolut seriös arbeitet und der sagt dann ja oder nein. Und dann ist es mir als Verbraucher aber noch wichtig, was hat er, da bin ich wieder bei dir, was hat er da eigentlich geprüft? Und da kann ich sagen, dass diese Governance-Anforderungen, wie ich die mal flapsig dann so übergeordnet nenne, die sind schon sehr anspruchsvoll. Also das ist, dass du kriegst diese Anforderungen als Unternehmen nicht mit der Hand in der Tasche. Also wenn du hingehst und sagst, oh, ich habe von meinen 7000 Artikeln, habe ich da einen so ein T-Shirt, das ist ein GOTS-T-Shirt, da habe ich so meinen Händler, das kaufe ich da direkt wupp in Indien ein und da will ich jetzt auch noch den grünen Knopf, dann hast du dich gebogen. Also das ist das klappt das, nicht, meinst du? Nee, das wird überhaupt nicht klappen. Also dass die Unternehmen, die jetzt, da plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, die diese Akkreditierung sozusagen beantragen, die müssen schon ziemlich Gas geben. Also in der Gründungsphase, die ersten, ich glaube 27 waren es, waren natürlich auch viele Premium-Unternehmen unterwegs, die da, wir hatten vorhin ja so ein paar Namen mal genannt, die in ihrer DNA das schon verinnerlicht haben. Für die war das dann keine so schwierige Übung, aber für andere war es schon eine Nummer und von daher vielleicht auch kein Zufall, dass es am Anfang erstmal nur 27 waren. Deswegen, Bernd, muss ich ehrlich sagen, diese Diskussion, die wir haben, die ich auch oft höre, ja, das ist mir alles nicht ambitioniert genug, kann ich im Detail nachvollziehen, aber nicht im Prinzip. Also ich finde, dass wir im Prinzip mit dem grünen Knopf, da muss ich da wirklich für die Kollegen
in der Stresemannstraße im Ministerium das schon wirklich auch eine Lanze, weil das Konzept, das Prinzip und in der grundsätzlichen Umsetzung ist ambitioniert und ist auch nachhaltig, weil es eben ökologische, soziale Aspekte hat, aber eben auch Unternehmensaspekte, die also in das Management- und Monitoring-System, also da blitzt hier wieder das rote Siegel der Fair Wear Foundation mit auf. Also diese verschiedenen Aspekte, diese Learnings, die wir über 15 Jahre jetzt mal gemacht haben, die finden sich da schon sehr gut wieder, finde ich. Okay, also wir sind schon jetzt anderthalb Stunden zusammen. Ich grätsch mal ein bisschen dazwischen, anderthalb Stunden zusammen. Vielleicht gibt es ja ohnehin auch Fragen. Wir müssen aber den Bogen ziehen nochmal. Und du hast ja schon angedeutet, du sagst, eigentlich brauchen wir auch sowas wie das Lieferkettengesetz. Wie könnte das denn komplementär, also ergänzend funktionieren? In aller Kürze, wirklich in aller Kürze zu sagen, okay, das eine sind die bestehenden Siegel, die Zertifizierung. Es gibt auch Multi-Stakeholder-Initiativen. Wir haben jetzt dieses Beispiel grüner Knopf auch genannt. Aber irgendwie gibt es überall komplexe Prozesse. Alle haben auch bestimmte Begrenzungen. Und jetzt sagst du, Lieferkettengesetz könnte ja da auch nochmal eine Verstärkung bringen. Also an welcher Stelle, um das nochmal klar zu haben, in diesem Set. Und weiter. Dann würde ich fast vorschlagen, machen wir noch eine Fragerunde, auch per Mikro. Und wir kriegen dann die Kurve zu einem abschließenden Abend. Ja, ich finde... Es ist bestimmt auch trotzdem komplex, mit Sicherheit. Ihr, ja, aber ihr entschuldigt, dass wir da jetzt so ein bisschen überziehen. Ich hoffe, dass es euch nicht langweilt. Wir sind ja öfter jetzt, Bernd, in die Tiefe gegangen, haben mal gebohrt. Aber ich habe so den Eindruck, dass wir den roten Faden nicht verloren haben. Und wenn wir jetzt eben von Siegeln, Labeln gesprochen haben, gipfelte das dann im grünen Knopf. Und jetzt müssen wir unsere Denkweise, jetzt müssen wir einen Schritt zurückgehen. Und müssen sagen, wenn wir uns vereinbaren, sagen, ja, der grüne Knopf, wie auch immer wir das einschätzen, hat eine bestimmte Ambition. Die ganzen Siegel haben eine bestimmte Ambition eben in den jeweiligen Säulen der Nachhaltigkeit. Und jetzt geht es darum, dass man sagt, aber es braucht auch Regeln für alle, die gar nicht in so einen Premium-Bereich vielleicht mal mit dem grünen Knopf rein können oder wollen. Und da gibt es eben diesen Ansatz des Lieferkettengesetzes, den ich total nachvollziehen kann. Ich mache mich jetzt gerade bei vielen Unternehmen unbeliebt, weil das für die ein Riesenschluck aus der Pulle ist. Aber ich habe seit Jahren, bin bekannt dafür, dass ich auch vor Unternehmen immer sage, es kann nicht angehen, ihr könnt nicht einen Artikel auf den Markt bringen, wo ihr in der Wertschöpfungskette genau diese Informationen nicht habt. Wo ist es hergestellt, wie ist es hergestellt, unter welchen Arbeitsbedingungen, Toxikologie, ihr bringt das auf den Markt, ihr habt ja auch eine als CEO habt ihr auch eine bestimmte Verantwortung, eine gesetzliche. Es gibt eine Bedarfsverordnung zum Beispiel und so weiter. So, und das heißt also, das muss so sein, dass ein Artikel, den ich auf den Markt bringe, dass ich in der Wertschöpfungskette Informationen brauche. Und das ist mit dem Entwurf dieses Lieferkettengesetz, ist das genau abgesetzt. Also, dass man hingeht eben in den verschiedenen Geltungsbereichen. Hier ist es im Moment jetzt mal, dass man sagt, so für Unternehmen noch, dass es aber auch da besonders gilt, wo wir vielleicht ein bisschen sensiblere Bereiche haben, also sprich Menschen, Umweltrisiken, und da gehört natürlich der Textilsektor dazu. Wir ballern mal eben durch, also wir haben über den Geltungsbereich, ihr habt es in der Zwischenzeit schon gelesen, neben dem Geltungsbereich hellen wir auf der zweiten Folie dann eben tatsächlich, dass man sagt, die Sorgfaltspflicht, die verschiedenen Säulen, die unternehmerische Verantwortung ganz klar in den Fokus stellt und die staatliche Intention eben ist, und dass aber auch einen Schritt weiter geht, dass ich also nicht nur die Lieferkette transparent mache, sondern dass ich auch in die Verantwortung gehe. Hier unten war ein Stichwort Beschwerdemechanismus und so weiter. Multi-Stakeholder-Ansatz. Die dritte war dann neben der Sorgfaltspflicht die entsprechenden Maßnahmen über den Grundsatz, den wir hatten, dass ich eine bestimmte Angemessenheit natürlich, deswegen auch da wieder mein Appell, Entwurf eines Lieferkettengesetzes bitte nicht sofort zerschießen und kaputt reden. Das gilt anzuerkennen, dass die eine oder andere Kante vielleicht noch mal ein bisschen rund geschliffen wird,
damit man das Ding aber überhaupt mal platzieren kann, dass es machbar ist. Und dann kann ich ja diese Ambitionen im Hinterkopf haben und über Revisionen dann weiterentwickeln. So, Maßnahmen. Viertens waren dann Helen auf dem nächsten Platz die Sorgfaltsplan. Da kommt dein Aspekt mit rein, der Bernd, dir ja auch immer wichtig ist, dass man eine entsprechende Öffentlichkeit erzeugt, dass man entsprechende Prüfung und so weiter und Aspekte, auch hier wieder den Multi-Stakeholder-Ansatz. Jetzt können wir es ganz schnell finalisieren auf der nächsten Folie, dann, dass wir dann Helen, genau, Sanktionen eben auch möglich sind, und dann die letzte Folie dann für heute versprochen wäre eben, dass man dann entsprechend Haftungen, also dass man es nicht nur offenlegt, sondern das ist ja eine Diskussion, die wir nicht erst seit Rana Plaza, aber seitdem immer intensiver führen, dass wir eben sagen, wo kann Sorgfaltsmaßnahmen, wer muss sich an welcher Stelle eben angesprochen fühlen. Und der Sarotte gilt natürlich dann nicht nur hier im Land, sondern der greift natürlich dann bis in die Länder, wo es eben produziert wird. Und da sind wir wieder ganz am Anfang. Jetzt schließt sich auch so ein bisschen Kreis, wenn ich am Anfang mal diese Folie hatte, wo ich gesagt habe, ja, man muss tatsächlich diese verschiedenen Ebenen sehen, das Unternehmen, die Lieferanten, und ich brauche diese und so weiter. Ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Bogen nochmal geschlagen. Dieses Lieferkettengesetz, ich bin tatsächlich ein Bäcker, brauchen wir dann nicht mehr. Dankeschön. Dass wir sagen, dieses Lieferkettengesetz halte ich für eine Notwendigkeit, um uns alle irgendwo abzuholen, aber auch in die Pflicht zu nehmen, eine absolute Notwendigkeit. Die Geschwindigkeit, jetzt macht es die Diskussion geben, wie schnell können wir das in solchen Corona-Zeiten, wo wir Riesenprobleme haben, das mag an anderer Stelle diskutiert werden, aber die Notwendigkeit eines Lieferkettengesetzes stelle ich überhaupt nicht in Frage. Und diese Anforderungen eben an nachhaltigen Konsum, da kommen wir jetzt ja her, wenn wir die, und das wäre dann mein Appell auch Multi-Stakeholder-mäßig, dann tatsächlich auch an die Verbraucher, diese Dinge dann entsprechend auch einzufordern, was es dann in der Wertschöpfungskette dann den entsprechenden Unternehmen dann natürlich hinterher auch ein bisschen leichter macht. Also mein Appell wäre immer, fordert, schafft euch dieses Wissen drauf, wenn es auch nicht einfach ist. Ich hoffe, das Siegel ein bisschen helfen. Und fordert es ein. Stellt diese Fragen in den Läden, wenn es dann bis in die Unternehmen durchgereicht wird. Das kann ich versprechen aus 30 Jahren Erfahrung auch mit der Industrie. Also da, wo Bedarfe sind, geht das wahnsinnig schnell. Einen allerletzten Satz da, diese Anekdote hieß immer, ja, Bio-Baumwolle, aber es gibt ja gar nicht genug Bio-Baumwolle und so weiter. Aber in Wirklichkeit war nie die Nachfrage war immer zu gering. Wenn also die Nachfrage gesteigert wird, wäre der konventionelle in einem Bioanbau, der würde sich dieser Nachfragegeschwindigkeit garantiert anpassen. Das habe ich in 30 Jahren sehr häufig erlebt. Gut. Ja, wow. Also vielschichtig, ziemlich in Detailtiefe zwischendurch, ganz verschiedene Aspekte. Wir haben ja wenig Fragen und Antworten als Display benutzt und den Chat selbst, waren ja auch ein paar gute Fragen drin, aber vielleicht gibt es noch etwas, was direkt auf der Seele liegt oder auf der Zunge brennt, dann wäre jetzt die Chance, das auch per Mikro zu stellen, als Kommentar oder Frage an Rolf Heimann. Hebt doch, wenn das jemand möchte, die blaue Hand, und Helen kann dann auch das Mikro freischalten. Ja, ich wäre tatsächlich auch so als Westfale und Bergmannssohn, kann man auch gut damit umgehen. Also gebt mir gerne auch eine Rückmeldung. Bernd und ich haben in Vorbereitung ja viel diskutiert, wie detailliert gehen wir rein. Wir wollten so punktuell tiefer bohren. War das interessant für euch? Es soll ja auch für mich in so eine Lernkurve sein. Waren dann noch wesentliche Dinge, die gefehlt hat? Also gerne auch da ruhig nochmal so eine Rückmeldung in dieser Richtung. Ja. Geben wir uns dazu noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist die Chance auf jeden Fall, die blaue Hand zu heben. Ich
lese hier noch, währenddessen ist es möglich, ein Produkt einen grünen Knopf bekommt, ohne dass die anderen Zertifikate das haben wir vorher gehabt. erreicht sind. Hatten wir Genau. eigentlich nicht, weil das Hatten wir haben wir gehabt. verneint, genau. Ja. Ja, während Sie sich da vielleicht noch sammeln, ihr euch dann noch sammelt, ich merke das heute Abend auch wieder, spüre das ganz tief, wie wichtig diese, Bernd, du kannst von mir dieses Statement inzwischen nicht mehr hören, du kennst mich jetzt schon 15 Jahre, aber bin ja gespannt. diesen Multi-Stakeholder-Ansatz, also dass man wirklich, das zeigt mir das auch heute Abend wieder, so wie wir diskutieren, dass es diese verschiedenen Sichtweisen auch braucht und dass wir miteinander reden. Deswegen finde ich das ja auch so wahnsinnig wichtig und ich fand das so, fast pathetisch gesprochen, historisch toll und wichtig und gut, dass es das Textilbündnis gibt. Da kann man jetzt auch wieder diskutieren, dass alles viel zu langsam geht. Aber das ist ja nun auch nicht so einfach, sich gemeinsam da an den Tisch zu setzen. Aber das ist wohl wahr. Und das zeigt auch, dass es ein Prozess ist, der nicht bloß immer nach vorne, sondern auch manchmal nach hinten oder zur Seite weggeht. Helen hat hier schon mal eine Umfrage nochmal. Das ist ja auch nochmal eine Option. Neben denen, vielen Dank für eure Rückmeldung, dass das informativ war und spannend und auch sehr konzentriert. Aber vielleicht, wir haben uns ja mit der Frage nähern wollen, diesem Thema, welche Schuhe soll ich kaufen und welche Grenzen und Möglichkeiten haben denn Produktsiegel? Also gibt es denn eine Orientierung? Viele haben ja gesagt, sie orientieren sich eigentlich an Siegel. Jetzt vielleicht nochmal die Abstimmung aus eurer Perspektive, jetzt so in einer schnellen Reaktion nach dem heutigen Abend. Zertifizierung und Produktsiegel sind ein gutes Instrument, um Sozial- und Umweltstandards zu etablieren. Sind sie ein gutes Instrument, um Sozial- und Umweltstandards zu etablieren? Tippt mal in einen dieser Kreise hinein, bitte. Auf keinen Fall bis auf jeden Fall. Das ist ja so ein bisschen so wie ein Barometer. Das zeigt vielleicht auch, so, ja, was nimmt man denn mit und was müssen wir vielleicht in anderen Orten nochmal weiter diskutieren oder auch untereinander vielleicht mit anderen Freundinnen diskutieren. Vielleicht, hops, es ist schon getippt. Oh, überraschend. Rolf, was sagst du dazu? Ja, ich finde das toll. Ich fühle mich zunehmend nicht mehr so alleine. Ich kann euch das wirklich sagen. Ich habe oft auf Konferenzen, dann hat man sich da so eingeschwungen, und dann bin ich immer aufgestanden, Bernd, du kennst mich. Und dann habe ich rausgehauen, dass ich ein riesen Fan von Siegeln bin. Nochmal, ich fühle mich jetzt zunehmend weniger alleine. Aber natürlich, wir müssen fairerweise sagen, diese Frage, ihr habt das am Anfang ja auch schon angedeutet, das muss man Siegel und Label auf Textil, aber natürlich auch auf Lebensmittel. Wir sind überhaupt noch nicht gut und das muss ein Appell auch sein an uns und an Beteiligte eben im Leder- und Schuhbereich, dass da eigentlich noch mehr passieren muss. Und ich glaube auch, dass Sie das keinesfalls allein schaffen werden. Das ist so unsere Perspektive auf auch die Dinge. Wir haben das ja ein bisschen angerissen, auch in der Komplexität. Vielen Dank, dass ihr so lange ausgehalten habt auch und mit dieser begrenzten Kommunikation trotzdem dabei wart, eure Sichtweise geteilt habt. Ich hoffe, dass wir bald wieder doch mal so einen richtigen Aktionsworkshop auch machen können, auch lebendiger von 1:1 oder 2:25 diskutieren können. Ein Teil der Themen, ja, auch in Österreich. Ein Teil der Themen werden ja nochmal das Vertiefen oder vielleicht von der anderen Seite beleuchten. Deswegen nochmal der Hinweis auf die folgenden Veranstaltungen. Das eine ist schon auch nochmal die Frage, wie kann man das in Aktionismus oder in Aktionen besser gesagt vielleicht bringen, wenn es um solche Themen geht wie Menschenrechte bei der Arbeit. Da wird Vivian Tauchmann das am 3.11. machen. Aber ich glaube auch interessant, mal so eine andere Perspektive auf Schuhe und Bekleidung. Imke Müller-Hellmann, die aus ihrem Buch Leute machen Kleider vorlesen, auch diskutieren will mit uns. Ich glaube, da kriegt das nochmal eine ganz andere Perspektive auf dieses komplexe Thema. Und auch, wir hoffen, dass wir da sogar Pre-Sneak-View haben können mit Christian Jentsch, dem Fernsehjournalisten, der auch der Preis der Turnschuhe gedreht hat, den man ja sich vielleicht auf dem SWR mal ansehen kann. Er hatte eine neue Dokumentation,
in Indien, gerade zu Produktionsstätten von Schuhen und diesen gigantischen Herausforderungen, die es da gibt, die sich jetzt mit der Corona-Pandemie und der Wirtschaftssituation und der politischen Situation in Indien vielleicht auch nochmal zuspitzen und anders zeigen. Ja, also herzliche Einladung zu den nächsten Runden. Und Helen hat jetzt, glaube ich, im Nachgang, ich weiß nicht ganz genau wann, wenn wir jetzt alle Tschüss sagen, bevor wir uns rauslocken, nochmal so eine Feedback-Umfrage erstellt. Ansonsten würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Auch jetzt hier die Bemerkung, die da nochmal kam. Ich denke, das Siegel nur im Zusammenspiel mit dem Lieferkettengesetz funktionieren, denn sonst wird das über den Preis nicht akzeptabel. Ist, glaube ich, auch nochmal eine Meinung, die wichtig ist hier, dass sie auftaucht und dass wir darüber diskutieren, ja, wie kann das Zusammenspiel stattfinden, was für ein Ambitionsniveau muss da sein. Da konnte man manches wirklich bloß auch in dem Format nur anreißen. Super, dass ihr dabei seid, dass ihr auch die Lieferkettenkampagne unterstützt habt zum Teil. Und dann sage ich, kommt gut durch die Nacht, würde ich sagen. Rolf, herzlichen Dank. Ja, hat mir Spaß gemacht. Ja, für das Teilen deines Wissens, die Einblicke, die du auch gegeben hast. Und Helen. Es kommt, also wenn man rausgeht, das poppt auf. Aha, also wenn man rausgeht, wenn wir jetzt Tschüss sagen, alle miteinander, poppt es auf. Gerne füllt es sofort aus. Wir können die Präsentation im Nachgang auch zusenden wieder. Und Helen sagte schon, wir werden das ein bisschen zurechtschneiden. Vielleicht können wir es auch nochmal online, online stellen, nicht so, dass es nachher noch benutzbar ist. Ja, vielen, vielen Dank und ich sage euch Tschüss, gern wieder, immer auf dem Laufenden sein. Nächster Termin, 3.11. Bye, bye. Tschüss, vielen Dank. Tschüssi.